So, willkommen zurück bei Pokémon Schwert. Pokémon Schwert, mein Gott. Es ist lange her. Es ist wirklich lange her, dass ich aufgenommen habe. Was aber nicht heißt, dass wir nicht mit genauso viel Elan weitermachen. Es ist viel passiert, ey. Mein Gott, was ist alles passiert? Ich habe zwischenzeitlich... Es ist viel passiert, ne? Ich weiß gar nicht. Boah, die letzten Wochen, es ist so viel passiert. Wir machen weiter und wir sind immer noch dabei, unsere Arena-Challenge hinter uns zu bringen. Und vor allen Dingen am Ende hoffentlich als Sieger... ja, zu triumphieren. Es ist inzwischen tatsächlich auch der Expansion Pass von Pokémon Schwert und Schild angekündigt worden, durch den, korrigiert mich, zwei neue Gebiete ins Spiel kommen mit neuen Dynamax-Features und so weiter und so fort. Ich habe ein bisschen gehofft, dass das Ganze ein bisschen Richtung klassische Gebiete geht, dass wir vielleicht irgendwie die Yanto-Region oder sowas nochmal sehen. Leider nein, sondern zwei neue Gebiete. Generell, als die Direct angekündigt wurde, habe ich sehr gehofft, dass die Pokémon Pearl und Diamond und dann auch Platin eben remastern, wie sie es auch mit Heart Gold, Soul Silver im Nachhinein gemacht haben. Aber leider nein. Leider nein. Feuerrot und Blattgrün waren ja auch schon zwei Remakes. Leider nein. Es gibt kein Remake, es gibt stattdessen einen Expansion Pass mit zwei neuen Gebieten. Gucken wir mal. Wir haben jetzt noch das Hauptspiel vor uns und je nachdem, wie das Ganze jetzt weiter verläuft, können wir gerne dann auch mal in diesen Expansion Pass reingucken. Aber wir machen erstmal weiter. Hallo! Es ist einiges an Zeit vergangen, ich glaube aber für Pokémon selber hat sich jetzt erstmal nichts geändert, wir machen genauso weiter, wie wir auch aufgehört haben. So, und zwar hier auf dieser wunderschönen Brücke, wir haben hier die Fans von Irel besiegt und ich glaube, jetzt wollte gerade unser guter, wie hieß er nochmal, ich habe den Namen vergessen, tut mir echt leid, gegen uns kämpfen. Und wir haben das mega geile Fahrrad bekommen, genau, das war auch mega. Gut, wie sieht's mit unseren, da rechts unten steht auch schon die Werbung für den Erweiterungspass. Wie sieht's mit unseren Pokémon aus? Sind die bei Stärke? Geht's denen gut? Wir haben Cranobix, den gibt's super. Ist alles in Ordnung. Okay. Das ist mega mit dem Fahrrad, ne? Ah, du hast also auch Lust auf einen Kampf. Hehe. Jetzt, wo wir beide den Pflanzenorden haben, sind wir keine Anfänger mehr. Jetzt wird's höchste Eisenbahn, dass wir beim Training auch einen Gang höher schalten. Ah, hopp, wie konnte ich den Namen vergessen? Wolli, okay, kennen wir ja schon, ist der von Anfang an schon dabei, das sollte kein Problem werden. Dann zeig uns doch mal, was du dir, dass du dir den Orden auch wirklich verdient hast. Garantiert habe ich das. Wir können den mal ein bisschen pflücken. Wir pflücken mal ein bisschen die Wolle von unserem guten Wolli. Zack. Tackle, was eigentlich eher so eine Rolle-Attacke ist. Piekser. Ach, hör auf. Oh, das war schon immer hochgeheilt. Zack. Ein Volltreffer. Ein Volltreffer, wow. Du bist echt gefährlich, wenn du ernst machst. Das glaubst du wohl. Und ihr dürft sogar nochmal angreifen. Wahrscheinlich, weil er den Trank benutzt hat. Damit ist Wolli bereits besiegto. Perfekto. Cradovitz erreicht Level 25, Carpador erreicht Level 20. Er hat auch Cradovitz, na super, das wird jetzt mega spannend. Level 19 gegen Level 25. Sollte eigentlich auch relativ klar werden von der Entscheidung her. Nächsten Monat im März erscheint das nächste große Switch-Highlight, Animal Crossing. Auch da freue ich mich schon sehr drauf. Allerdings wird es da, ich sag's mal jetzt hier schon mal so ganz am Rande, da wird es wahrscheinlich von mir kein Projekt zu geben, weil ich wahrscheinlich das Ganze auf meiner Switch Lite spielen werde und da der Spielstand nicht übertragen werden kann, wird das Ganze dann wahrscheinlich für mich ein Offscreen-Projekt. Leider. Ich kann natürlich, nee, kann ich nicht. Ich wollte sagen, ich kann ab und zu mal aufnehmen, das geht natürlich nicht, weil ich den Spielstand nur auf der Switch Lite habe. Aber ich will das Spiel halt nicht auf meiner normalen Switch spielen. Wenn ich die Switch Lite zum Handheld-Spielen wesentlich angenehmer finde. Na, ihr müsst wissen, ich spiele viel lieber auf der Switch Lite im Handheld-Modus. Und Animal Crossing ist für mich ein Spiel, was ich gerne abends spielen möchte, zum Entspannen und so weiter und so fort. Vielleicht machen wir es irgendwann mal, wenn ich dann das erste Spiel wirklich, ich sag mal, richtig genossen habe, so ein Jahr lang oder sowas, dass wir dann nochmal neu anfangen auf der Switch dockt im Nachhinein. Aber den ersten Durchgang werde ich auf jeden Fall im Handheld-Modus spielen wollen. Ich hätte das gerne so gemacht, als ich auf dem
Dockt angefangen hätte, dann hätte ich das auf dem Handheld-Modus weitergespielt und immer wieder mal so ein paar Tage wäre ich wieder reingesprungen, hätte euch gezeigt, was ich so gemacht habe. Aber wenn ich nur eins von beiden machen kann, spiele ich das lieber im Handheld-Modus. Ja, ganz am Rande, aber ist eben auch Nintendo. Deshalb sage ich es mal kurz. Shimsticks. Mein letztes Pokémon, aber ich darf ja nicht in Panik geraten. Ja, weiß ich nicht. Beim letzten Pokémon ging immer noch das erste Pokémon, würde ich... Oh, es hat sich weiterentwickelt. Sieht aus wie so eine Banane. Ich würde schon ein bisschen in Panik geraten, wenn ich er wäre. Ein bisschen pflücken hier. Das ist sehr effektiv sogar. Wahnsinn, du hast die Wechselwirkungen zwischen den Typen ja schon total verinnerlicht. Will ich jetzt nicht widersprechen? Schön, zweimal getroffen, okay. Zack. Und damit haben wir ihn auch schon besiegt, oder? Ah, wie kannst du stärker sein als ich? Ich habe doch einen Pflanzenorden, genau wie du. 1680 Poké-Dollar. Schön. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Carpador entwickelt sich. Glückwunsch, dein Carpador hat sich zu einem Garados entwickelt. Ist das geil? Ich weiß gar nicht, warum ich das früher nicht schon gemacht habe. War das in Gold und Silber auch schon so, dass sich Carpador so easy weiterentwickelt hat? Ich meine normalerweise nicht, ne? Ohne den EP-Teiler ist es natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man wirklich auch mit Carpador kämpfen muss. Die haben jetzt einfach nur durch den EP-Teiler den mit hochgezogen. Aber ist doch geil, oder? Einfach mal ein Garados. Neuer Eintrag. Es ist von Natur aus sehr aggressiv. Der Hyperstrahl, den es aus seinem Maul verschießt, echert seine Gegner ein. Schön. Cool. Garados lernt Biss. Jetzt kann Carpador nicht nur Platscher, sondern auch noch Biss. Schön. Du wirst immer besser, Richard, aber ich lass nicht locker und trainiere weiter. Du erhältst einen Beleber. So, weiter im Programm. Als nächstes knöpfe ich mir Kate vor, die Wasserarena-Leiterin. Ich hab auch das hier mit einer größeren Cam. Generell ist mein... Die Kamera ein bisschen... So ist doch besser, oder? Aber ich finde das besser. Ich will nicht zu viel vom Bild einnehmen. Das ist eher so für Horrorspiele hier das. Wir machen es mal lieber so. Sitzt ein bisschen weit unten, ne? Habe ich das Gefühl. Aber ich weiß gar nicht... So ist okay, oder? So ist okay. Wir haben ein Carpador weiterentwickeln lassen, das stimmt. Ist das da hinten die Stadt, zu der wir jetzt kommen eigentlich, oder ist das einfach nur eine der nächsten Städte? Ich guck mal kurz auf die Karte. Habe ich, glaube ich, schon mal geguckt, ne? Also wir gucken ja quasi gerade hier hin, nach Claw City. Unser Ziel ist aber jetzt erstmal Kelten. Weil der Weg dann nach Claw City wahrscheinlich hier irgendwie über den Bahnhof führt oder sowas. Ich würde jetzt auch am Anfang eher ungerne mit dem Fahrrad fahren. Wir machen das eher so, dass wir ein bisschen mehr zu Fuß laufen, um eben dann vor allen Dingen auch die Gebiete besser erkunden und genießen zu können. Ich will jetzt nicht direkt durchfahren. Ihr wisst schon, ich will jetzt nicht direkt überall durchradeln, weil dann haben wir nicht diesen oh wie schön Moment, sondern erkunden das nicht so richtig. Jetzt frage ich mich gerade mal spontan, ist das Gebiet direkt begehbar? Hier unten das? Ist das nachher alles begehbar? Weil das sieht aus wie Wiesen hier, wo man durchgehen kann. Das wäre Hammer. Sieht man das auf der Karte vielleicht? Sieht man das vielleicht auf der Karte? Sieht so aus, ne? Moment mal. Moment mal, das ist doch diese große, sag mal schnell, Naturzone. Genau, wir können doch hier hochgehen und dann ist das hier Teil von der Naturzone. Das gehört zur Naturzone, Leute. Das ist frei begehbar. Mit so 360 Grad kameramäßig. Das ist ja Hammer. Die Naturzone führt also komplett und verbindet die beiden Städte miteinander. Hammer. Hallo! Wie süß ist das denn? Kommt die einfach angeflogen? Ein Kutomi erscheint. Schön. So, ich lade immer noch ein Video hoch. Wundert euch nicht. Deshalb bin ich jetzt immer so ein bisschen
dabei, hin und her zu gucken. So, Kotomi, Level 22, haben wir auch noch nicht gefangen. Müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Effektiv, sehr effektiv. Ich versuche mal einen Furienschlag und hoffe, dass wir es nicht besiegen. Das ist doch nicht effektiv. Wolflaum wirkt. Das ist aber nicht effektiv, meine Freunde. Das ist ganz und gar nicht effektiv. Jetzt mache ich einen Pflücker und ich mache mal einen Piekser, jetzt stirbt die wahrscheinlich. Wartet ab. Das wäre sehr ungünstig. Aber ich finde es schon krass, es macht gerade echt mega Spaß. Ich habe so lange nicht mehr gespielt, jetzt spiele ich einmal ganz kurz und es macht direkt wieder mega Spaß. Das ist immer ein gutes Zeichen bei Spielen. Kradovic schläft, das ist nicht gut. Dann tauschen wir mal eben das Pokémon gegen Hase. Nehmen wir mal Pika. Ich habe übrigens noch ein paar Spiele, die ich noch fertig spielen muss. Ich habe übernächste Woche... Nächste Woche Urlaub. Nächste Woche ist das schon, Mann. Ich habe nächste Woche Urlaub. Da habe ich eineinhalb Wochen frei. Da werde ich mir wahrscheinlich wieder so ein paar Spiele zurechtlegen, die ich dann mit euch gemeinsam spielen möchte. Das ist doch nicht effektiv, Leute. Das ist alles andere als effektiv. Beute, Pokéball, Superball, werfen. Oh, Gott sei Dank, ey. Unangenehm. Kotomi ist ein sehr unangenehmes Pokémon tatsächlich. Schön. Okay. Kotomi, neuer Eintrag im Pokédex. Die Saat seines Wolflaums steckt voller Nährstoffe. Es verstreut sie im Wind und heilt damit Pflanzen und Pokémon. Nee, das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte es eigentlich verstauen. Okay. Schön. Wir können mal ganz kurz in unseren Beutel gehen. Und dann können wir mal einen Supertrank. Geben wir dann mal Kradovic. Hopp. Und einen Aufwecker haben wir bestimmt dabei, ne? Super. Perfekto. Was ist hier los? Ich sehe hier ein Porenta. Sieht ja voll stylisch aus, ey. Früher habe ich mir sehr oft Poree tatsächlich. Nee, nicht Poree. Wie heißt das nochmal? Sellerie. Sellerie gekocht. Schmeckt sehr gut. Aber inzwischen irgendwie nicht mehr. Ich weiß gar nicht warum. Ich bin zu faul geworden. Zertrümmerer. Sehr wichtige Fähigkeit früher. Freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir irgendwann mal, was hoffentlich passieren wird, Pokémon Gold gemeinsam spielen. Wahrscheinlich dann eher Heart Gold. Ich habe das sogar Pokémon Gold. Wir können sogar das originale Gold spielen. Heart Gold ist ja auch schon wieder, glaube ich, von den Balancing her ein bisschen anders. Gucken wir mal. Aber erstmal müssen wir eigentlich Rot fertig spielen, was ich immer noch nicht fertig gespielt habe. Aber wir haben immerhin Let's Go fertig gespielt, ne? Also ich bin mit Pokémon so ein bisschen, ich weiß nicht, also kommen immer andere Spiele raus, dann schiebe ich mir das so ein bisschen vorne her. Habe aber eigentlich mega Bock drauf. Ne? Also seid mir da nicht böse, wenn Pokémon hier und da mal ein bisschen sich über mehrere... Was ist denn los mit dir, Porenta? Er ist so richtig ich, ey. Der böse Blick, die runtergezogenen Augenbrauen. Mann, Mann, Mann. Nehmen wir mal einen Superball, der letzte, den wir haben. Bevor wir jetzt hier die ganze Pokébälle verbrauchen. Dem war ein normaler Pokéball nicht gut genug. Kann man nicht anders sagen. Erste Superball und direkt wird er gefangen. Mega. Na gut. Neuer Eintrag im Pokédex. Dies ist die in Galar ansässige Form von Porenta. Dieser tapfere Krieger schwingt im Kampf seine dicke, robuste Lauchstange. Er schreibt so einen Text. Na gut. Diese ganzen Chinchillas, die haben wir, ne? Pikachu-Chilla meine ich natürlich, oder? Pikachu-Chilla, haben wir die schon? Ich haben wir schon. Pikachu-Chilla, du bist mega süß. Diese kleinen Wölkchen hier, haben wir die schon? Hier die.
Natürlich. Okay, schön. Ja, ihr wisst ja, wir nehmen alles mit, ne? Alle Pokémon, die wir noch nicht haben, nehmen wir mit. Wie zum Beispiel das hier. Was bist du denn? Ein Driftlon. Dich haben wir nicht, ne? Dich haben wir garantiert nicht. Oh, ein Pflücker. Hoffen wir immer, dass das überlebt. Es ist ein Ballon, das könnte gefährlich sein. Er überlebt es, super. Energiefokus sollte trotzdem... Okay, jetzt könnte das Fangen ein bisschen schwieriger werden. Junge, ganz ruhig bitte. Was ist los mit dir? Beruhig dich. Okay, noch ein Pokéball. Ja. Wie ich mich freue. Schön, schön. Hat geklappt. Schön. Nein, nein, ich hab's nicht gelesen. Driftlon. Wird sofort gelesen, Leute. Wird sofort gelesen. Habe ich jetzt vergessen. Entschuldigung. Pokédex. Driftlon. Ja. Knapfel. Empfohlene Pokémon Knapfel. Was soll das denn schon wieder heißen? Kranowitz. Dusselwur. Ich habe mir die Zahl gemerkt, ne? Driftlon, ne? Driftlon. Abobits, Pampam, Klick, Vidibri, Dressler, Driftlon. Er nähert sich oft Kindern, womöglich auf der Suche nach Freunden. Wenn diese zu wild spielen, ergreift es aber die Flucht. Das ist ja ein kleiner Ballon, mega süß, neues Pokémon, glaube ich. Gefällt mir super gut. Ich habe, wie gesagt, Sonne und Mond nie gespielt, daher weiß ich nicht genau, was da für neue Pokémons dazugekommen sind. Hallo! Konzentriere dich darauf, die Stärken deiner Pokémon auszubauen. Ihre Schwächen kann man auch mal ignorieren. Ja, man sollte aber auch die Schwächen vermindern und die Stärken ausbauen, oder? Pokémon-Züchterin Rebecca fordert sich heraus. Die hat einen sehr schönen Pokéball. Kigugi. Oh, was ist das denn? Ist das eine... Pfirsich mit einem Zwilling dran, der nicht fertig entwickelt ist? Was? Okay. Okay. Kann man machen. Kann man machen. Gyarados Land Kaskade, schön. Blackneuel. Oh, die sind echt gruselig irgendwie. Ist nicht so mein Pokémon. Muss ich ehrlich sagen, ist nicht mein Pokémon. Wir müssen auch bald mal wieder in eine Stadt kommen, ne? Das wäre auch nicht verkehrt. Du. Ich akzeptiere meine Niederlage, aber ich lasse mich davon nicht runterziehen. Das ist wichtig. Wenn ihr mal Niederlagen habt, wenn ihr mal irgendwas in eurem Leben nicht schafft, lasst euch nicht runterziehen. Kopf hoch, es kann nur besser werden. Im schlimmsten Fall. Du findest 3 Kapseln X Spezialangriff. Gebt den Spezialangriff eines Pokémon im Kampf stark an. Die Wirkung wird mit dem Austausch des Pokémon beendet. Aha. Man sollte sich den Erfolgen im Leben erfreuen und nicht über die Fehlschläge brüten. Das ist wahr. Ich habe ich auch schon, ne? Du bist aber irgendwas Besonderes. Debusi erscheint. Das ist so merkwürdig gedampft. Ich hoffe, das ist kein Shiny gewesen oder sowas. Ich weiß es nicht. Okay, so hier ist, glaube ich, der nächste Kampf schon, ne? Hallo? Ah, sag nicht weiter, aber ich lasse mir bei der Arbeit gerne von meinem Pokémon helfen. Das sind mir ja die Liebsten, ne? Hier bei der Arbeit mit dem Handy rumstehen und dann wahrscheinlich von dem Pokémon alles machen lassen. Ja, ja. Die gute angestellte Tanja. Mit Glibunkel. Okay. Ixer ist wahrscheinlich nicht so effektiv. Oder? Ich hab nicht gesagt. Ich hab nicht gesagt. Oha, jemand, der mehr drauf hat als mein Pokémon, das wiederum mehr drauf hat als ich. Sagt direkt in ihr Telefon rein. Das war übrigens ein Samsung-Handy, hab ich genau erkannt. Wenn mir die Arbeit zu mühsam wird, kommt mein Pokémon und krault mich. Auch schön.
Tipps für Trainer. Pokémon mit Aura sind etwas stärker als gewöhnlich und sie hinterlassen Watt, wenn sie besiegt werden. Anscheinend begegnet man ihnen umso häufiger, je mehr Pokémon man fängt. Ach, das war gerade ein Pokémon mit Watt. Dann hätte ich das natürlich besser besiegt, ja? Na gut. Oh, wir sind schon da. Kelten, schön. Damit haben wir den zweiten Teil unserer Arena-Challenge bzw. die zweite Stadt unserer Arena-Challenge erreicht. So. Kelten. Eine lebendige Hafenstadt, die für ihren Markt und ihr berühmtes Restaurant bekannt ist. Es tut mir außerordentlich leid, aber der Liga-Präsident ist wirklich sehr beschäftigt. Bitte respektieren Sie seine Privatsphäre und gewähren Sie ihm nun ein wenig Ruhe. Na schön, dann auf Wiedersehen. Bis bald hoffentlich. Hey, bleibt doch noch ein bisschen. Ich gebe gerne ein paar Autogramme. Ihr könnt sogar meine Ligakarte haben. Weg sind sie. Nehmen Sie mir die Frage nicht übel, Olivia, aber müssen Sie so streng mit meinen Fans sein? Immerhin sind Sie es, die uns zu dem machen, was wir sind. Ich weiß genau, wie wichtig Fans sind, aber wenn Sie Ihre Fans behalten wollen, müssen Sie ab und zu auch ein bisschen arbeiten. Präsident Rose, wenn ich Sie irgendwie entlasten kann, müssen Sie es mir nur sagen. Wer warst du nochmal? Bettys ist mein Name, Herr Präsident. Ach ja, Bettys, das wusste ich natürlich. Du hast dich ganz schön gemacht, seit ich dir damals dieses Pokémon gegeben habe. Du gehörst zu den Favoriten der diesjährigen Arena-Challenge. Aber die beiden Trainer, die eine Empfehlung vom Champ bekommen haben, stehen auch hoch im Kurs. Ich sehe es als große Ehre, dass Sie mir eine Empfehlung geschrieben haben, Herr Präsident. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Verlieren ist keine Option für mich. Doch nun werde ich Sie nicht weiter mit Ihrer kostbaren Zeit... ich werde Sie nicht mehr berauben. Entschuldigen Sie mich. Oh, wenn das mal nicht Richard ist. Ich bin sehr gespannt, was du drauf hast. Was hat der gute Delion wohl in dir gesehen, als er dir eine Empfehlung geschrieben hat? Hey, mir kommt gerade mal wieder eine meiner hervorragenden Ideen. Du wirst dich als nächstes Kate herausfordern, richtig? Was hältst du hiervon? Wenn es dir gelingt, Kates Orden zu erkämpfen, laden Olivia und ich dich zum Essen ein. Das wäre bestimmt eine gute Gelegenheit, um einander besser kennenzulernen. Verzeihen Sie, Rose. Die Zeit drängt. Streng dich schön an, ja? Alles, was du tust, formt die Zukunft der Galar-Region. Der Liga-Präsident hat vor, im Restaurant Wellenflucht zu speisen. Du bist eingeladen, zu uns zu stoßen, sobald du den nächsten Orden errungen hast. Irgendwie kommt mir der Präsident so richtig wie so ein, weiß ich nicht... Der hätte, glaube ich, mit den Fans gerne noch gewisse Dinge angestellt. Hallo? Hallo, Arena-Challenger! Okay, hier haben wir schon mal, glaube ich, unser Poké-Center. Das wäre hervorragend, denn unserem Pokémon geht es tatsächlich aktuell nicht ganz so gut. Schön. Och man, Pikachu ist so süß. Pikachu ist so goldig. Okay, danke schön, danke. Am Blastberry Bahnhof hat man in letzter Zeit die Chance, ein relativ seltenes Pokémon anzutreffen. Am Blastberry Bahnhof? Supertrank brauchen wir mal ein paar von. Am Blastberry Bahnhof? Ich frag mich, wieso es das Dynamax-Phänomen nur in der Galar-Region gibt, aber diese Frage kann offenbar nicht mal Professor Magnolisa beantworten. Es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass Rose oder Rosé, der Präsident der Pokémon-Liga, maßgeblich zur Entwicklung Galas beigetragen hat. Ich werde immer ganz hebelig, wenn jemand der Frau hinterm Schalter seine Pokémon gibt. Will er sie klauen oder was? Meine Pokémon! Okay. Okay, das ist das Restaurant, ja? Und die wollen alle zu Rose. Gegen Kate gewinnt niemand so leicht. Hast du nicht gehört, was Präsident Rosé gesagt hat? Hol dir sofort den Wasserorden.
Präsident Rosé, ein Autogramm bitte! Oh je. Gegen Kate gewinnt niemand so leicht. Die Schiffe sind schick. Die Stadt gefällt mir. Und der Soundtrack. Was haben wir hier? Eine Muschelglocke. Ein Item zum Traben. Es stellt einige KP des Trägers immer dann wieder her, wenn dieser dem Ziel Schaden zufügt. Das ist sehr günstig, oder? Also jedes Mal, wenn wir angreifen und einen Treffer landen, werden wir regeneriert. Cool. Das ist wohl der Markt, ja? Es macht nichts, wenn das gemeinsame Kochen mal daneben geht. Daraus wird immer eine witzige Geschichte für die Zukunft. Hallo, bei mir kannst du Nahrungsmittel herstellen. Naturheilmittel. Ich lese auch, was ich will, ne? Bei mir kannst du Naturheilmittel erstehen. Ich mache dir einen besonders günstigen Preis. Ein bitteres medizinisches Kraut, das kampfunfähige Pokémon belebt und die KP vollständig auffüllt. Ein bitteres medizinisches Pulver, das alle Statusprobleme aufhebt. Eine bittere Wurzel, die die KP um 120 Punkte auffüllt. Und ein medizinisches Pulver, das die KP um 60 Punkte wieder auffüllt. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ich verkaufe schon verschiedene Sorten von duftendem Rauch. Möchtest du welchen abkaufen? Ein Item zum Tragen. Wieder diese ganzen Sachen hier. Dieses exotische Duftkraut verdoppelt das Preisgeld, wenn der Träger am Kampf teilnimmt. Ganz ehrlich, das ist doch Hammer, oder? Oder verstehe ich das gerade falsch, das Item? Wenn ich das Item richtig verstehe, müsste das Hammer sein. So. Hast du zufällig einen Picochilla und tausche ich das gegen meinen Waumboll? Ich habe einen Picochilla, aber ich weiß nicht, ob ich das gegen den Waumboll tauschen will. Ein Magnet. Ein Item zum Tragen, dessen magnetische Kraft Attacken vom Typ Elektro verstärkt. Das heißt, das könnten wir eigentlich ideal Pikachu geben, oder? Ich werde jetzt richtig strategisch, ihr merkt das. Magnet. Geben. Pika. Schön. Shoppen zu gehen bedeutet im Grunde, sich der Unentschlossenheit hinzugeben. Wenn du dich jetzt gut vorbereitest und fleißig trainierst, wird die Arena-Challenge ein Klacks. Oh, Picochilla. Okay, schön, das war der Markt. Cool. Was haben wir hier? Oh mein Gott, was ist das denn für ein Pokémon? Kupfer! Die Galarmine 2 ist der perfekte Ort, um knallharte Pokémon zu finden. Ole, 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 ole! Wir machen hier alles dicht, um die Arena-Challenge zu sabotieren, klaro? Okay, weiter kommen wir also nicht. Okay, cool. Steht denn da hinten vor dem Leuchtturm da? Sind es zwei Statuen? Sieht mega creepy aus. Präsident Rosé! Kommt man hier rein? Ah ja. Hallo. Oh, die Schuhe hier sind ja süß. Skap, skap. Ich habe auch die Liga-Karte von Champ Delion. Die habe ich auch tatsächlich. Also dieses Gegenwendelaufgeräusch nicht rauspatchen, ne? Mein Gott. So, was haben wir hier? Hallo. Ich weiß noch, als Professor Magnolisa zum ersten Mal die Ergebnisse ihrer Forschung zum Dynamax-Phänomen veröffentlicht hat. Die ganze Galar-Region war in Aufruhr. Kann ich mir vorstellen. Voll die hippe Musik hier. Heute hat nichts angebissen, aber ich muss meine Angel trotzdem in Schuss halten. Wenn sie vor Sauberkeit strahlt und glänzt, beißen die Pokémon gleich viel Liebe an. Nur eben nicht heute. Rosi! Ach, ist das schön. Er ist schon alles schön gemacht. Klar sind die Häuser alle ein bisschen gleichartig, aber es ist halt Pokémon, ne? Ach, wie süß. Lausch!
Wir passen auf das Haus auf, solange unsere Eltern weg sind. Unser Pokémon hilft uns dabei. Wenn ein böser Mann vorbeikommt, beschützt uns unser Pokémon. Ach, wieder gruselig, oder? Also erstens würde ich meine beiden Zwillinge, die ein bisschen an Shining erinnern tatsächlich, niemals alleine zu Hause lassen. Und zweitens, das ist eine sehr gruselige Situation. Na gut, Hyperheiler heilt alle Statusprobleme. Man darf nie zu viele Pokémon aus dem Wasser fischen, sonst ist das Meer irgendwann leer. Wer gut angeln kann, ist immer auch ein guter Pokémon-Trainer. Warum? Weil die See launisch ist und ein Angler blitzschnell auf Veränderungen reagieren muss. Genau wie ein Trainer im Kampf. Schön zusammengefasst. Aber für den Kindern das, gib mir noch nach. Okay, was haben wir hier? Ich erwarte Großes von dir. Das sage ich zwar zu jedem, aber ich meine es auch so. Toll. Toll. Was haben wir hier? Hallo! Um zu erkennen, ob ein Felino weiblich oder männlich ist, muss man schon genau hinsehen. Nicht so einfach, oder? Felino? Haha! Oh, wie geil ist das denn? Felino? Ja, also ich möchte nicht urteilen, ob das männlich oder weiblich ist. Wenn ein Arenaleiter zu schwach ist, steigt er in die Unterliga ab. Ui. Alles, was meine Mama kocht, schmeckt lecker, aber das Essen im Restaurant mag ich auch. Ja, ich habe auch sehr gemocht, was meine Mutter gekocht hat. Inzwischen esse ich das nicht mehr so häufig. So, was haben wir hier? Der Bahnhof. Willkommen bei Pokémon Supermarkt. Was möchtest du tun? Erstmal gar nichts, danke. Selbst wenn man nicht kämpft, kann man sich seine Strategien durch den Kopf gehen lassen. Das macht auch Spaß. Es wäre so cool, wenn man in leere Zugabteile Pokémon-Kämpfe austragen dürfte. In der Einhalle-Region soll es eine U-Bahn extra für Kämpfe geben, aber Einhalle ist so weit weg. Wie? Einhalle-Region, kennt man die? Die Einhalle-Region, ist die aus dem alten Pokémon-Teil? Oder ist das ein kleiner Hint auf das nächste Pokémon-Spiel? Gut, ich würde sagen, wir gehen nach hier unten und werden beim nächsten Mal hier weitergehen und uns um die nächste Arena-Challenge kümmern, Leute. Die nächste Arena wartet mit der guten Kate. Ich bin sehr gespannt. Die sah sehr, sehr cool aus. Und ich glaube, das wird auch ein sehr, sehr cooler Kampf. Wir speichern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich schon aufs nächste Mal mit Pokémon Schwert. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Bis dann. Ciao.